Der 2:0-Sieg gegen Admira Wacker verschaffte allen Beteiligten beim SK Rapid etwas Luft zum Atmen. Wenn wir unentschieden gespielt oder verloren hätten, hätten wir ab morgen unter dem Rasen trainieren müssen, sagte Trainer Dietmar Kühlbauer nach dem Spiel theatralisch. Ganz Unrecht hatte er mit seiner Aussage aber nicht. Viel reale Entspannung ist in Hütteldorf freilich trotzdem nicht zu spüren. Auch weil Präsident Michael Kramer am Samstag zu drastischen Wortmeldungen griff. Entscheidend ist nicht, dass sie, die Spieler, Anmerkung, sich lieben, sondern dass sie alles füreinander geben, wenn sie auf dem Platz stehen. Diejenigen, die dieses Prinzip nicht begreifen, werden nicht mehr dabei sein, egal, wie sie heißen, woher sie sind oder wie viel sie gekostet haben, ließ Kramer verlautbaren. Spieler, die das System blockieren, werden unter die Anmerkung, Kühlbauer, keine Chance haben. Da gibt es einen Karriereknick vom Spieler zum Zuschauer, Aussagen, die das Wort Kaderumbruch zumindest als Eventualität in den Raum stellen. Spocks bat Sportdirektor Freddy Bickel um eine Interpretation zu Kramers Aussagen, eine Umwälzung des Kaders ist für den Schweizer aber kein Thema. Ich glaube nicht, dass es im Winter einen Umbruch geben wird. Ich gehe aber davon aus, dass es den einen oder anderen Abgang bei Spielern geben wird, die weniger Spielpraxis bekommen, sagt Bickel, der betont, dass es sich bei etwaigen Abgängen nicht um Stammpersonal handeln wird. Sind wir nicht mehr europäisch, wollen wir den Kader abbauen, weil wir auch weniger Spiele bestreiten. Mit großer Sicherheit wird es keine Neuzugänge geben, aber auch keine Abgänge von Stammkräften. Stammkräfte, zu denen auch Flügelspieler Thomas Murk zählt. Erst im September verlängerte der 23-Jährige seinen Vertrag langfristig bis 2022, Interessenten bleiben dennoch aufmerksam. Bickel, Murk. Keine Transferabmachung mit Köln aus Deutschland, erfuhr Spocks, dass der 1. FC Köln Murk auf der Wunschliste notiert hat. Wir haben im Zug des Transfers von Louis Schaub mit dem 1. FC Köln auch über Thomas Murk gesprochen, für uns war das aber kein Thema mehr, weil sie abgestiegen sind. Für den Winter gibt es mit Köln zu 100% keine Transferabmachung und ich gehe ganz sicher davon aus, dass er im Winter nicht wechseln wird, wiegelt Bickel jedoch ab. Murks Zukunft wäre damit mittelfristig geklärt, Bickel kann das von sich selbst aber nicht behaupten. Sein Rapid-Vertrag endet im Sommer, eine Entscheidung kündigte Bickel noch im Herbst an. Status quo, Beschluss vertagt. Aber nach welchen Kriterien wird Bickel seine Zukunft festlegen? Sportliche Erfolge? Persönliches Befinden nach zehrenden Monaten? Auch für mich war es bestimmt keine leichte Zeit. Aber ich kenne diese Perioden im Fußball und kann damit umgehen. Für mich ist entscheidend, wohin wir die Mannschaft und den Verein bringen. Mir ist bewusst, dass für Außenstehende vieles nicht gut aussieht. Aber ich glaube, dass wir in den letzten Monaten viele Schritte machen konnten, betont Bickel, wenn man aber das Gefühl hat, keine Stabilität aufzubauen und immer wieder Rückschläge erleidet, muss man sich auch eingestehen, dass man das Rad nicht umdrehen kann. Dann bin ich der Letzte, der an seinem Stuhl festhält. Punkt. Aktuell sieht mein Gefühl aber anders aus. Rapid Wien, die nächsten 5 Spiele, Datum Bewerb Heimauswärts 18. Oktober 31 ÖFB Kupotsch Rapid 18. November 4 Bundesliga Schalltag Rapid 18. November 8 Europa League Rapid Villarreal CF 18. November 11 Bundesliga Watz Rapid 18. November 25 Bundesliga Skrapid LASK.